Der Samstag bringt in Deutschland beim Wetter wirklich eine große Vielfalt. Fast alles ist dabei. Sonne, Regen, Nebel und Schnee. Von manchen dieser Elemente allerdings nur sehr, sehr wenig. Dafür von anderen umso mehr. Und leider ist gerade das, was wir uns so sehr wünschen, nämlich die Sonne beispielsweise, doch eher spärlich vertreten. Am besten kommt sie noch hier in der norddeutschen Tiefebene und teilweise an der Ostseeküste durch, ansonsten nur sporadisch, auch hier am Niederrhein bis zu 3 Sonnenstunden. Aber der komplette Süden und auch die Mittelgebirge Deutschlands sind doch weiterhin unter dieser dichten Wolken- und Hochnebeldecke verschwunden, also so gut wie keine Sonne. Ja, der Regen bzw. der Schnee, da ist auch nur von der Menge her sehr wenig vertreten, vor allem hier so Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald, hier der Südosten Bayerns. Das sind aber nur sehr geringe Mengen, die da kommen. Wenn da mal ein paar Flocken oder Tropfen fallen, ist das kaum der Rede wert. Dann haben wir noch den Nebel am Samstagmorgen, den haben wir vor allem hier im Norden und teilweise auch hier von Brandenburg bis Sachsen-Anhalt. Aber es gibt eben auch noch den Hochnebel und da schauen wir uns mal den Nachmittag an. Und da sieht man eben schon, dass weite Teile Deutschlands unter dieser Hochnebeldecke begraben sind. Hier in Niederbayern, da kommt ein bisschen die Sonne durch, das ist der Lee-Effekt des Bayerischen Waldes. Auch hier im Südschwarzwald gucken wir aus dem Nebel raus und dann, das war die Region, wo die 3 Sonnenstunden drin waren, hier in Teilen Norddeutschlands, da stehen die Chancen auf Sonne auch zumindest etwas besser. Auf der Wetterkarte sieht das Ganze so aus, dass wir eben nach der Auflösung des dichten Bodennebels hier eben etwas freundlicheres Wetter haben. Ansonsten haben wir den Nebel und Hochnebel und eben ab und zu ein paar Schneeflocken, ganz vereinzelt auch noch gefrierender Sprühregen, aber da sind die Mengen sehr gering. Animiert sieht das Ganze so aus und da sieht man auch schön, dass in dieser Darstellung eben dieser Hochnebel gar nicht aufgelöst wird, denn das sieht hier alles relativ harmlos aus. Die Temperaturen dazu -3 bis +5 Grad. Es bleibt also insgesamt eher winterlich kalt.